Hallo Leute, willkommen zu diesem Video. Es geht darum, ein Android-Radio in ein Vectra-Signum Vorfacelift einzubauen. Was ihr dafür beachten müsst, um überhaupt so ein Radio einbauen zu können im Vorfacelift, seht ihr im folgenden Video, was da oben eingeblendet wird. Guckt euch das bitte vorher an, sonst kann es sein, dass ihr kein Bordcomputer mehr habt oder es nicht mehr bedienen könnt, wenn ihr ein Radio einbaut und ihr ärgert euch vielleicht. So, aber jetzt zum Radio. Dieses Video ist jetzt doch früher gekommen, als ich dachte, weil die Firma Pumpkin, von denen dieses Radio ist, mir sehr entgegenkommen ist im Preis von diesem Radio. Jetzt handelt es sich um ein neues, also die neueste Generation Android 8.0 Radio. Ja, bezahlt habe ich es trotzdem selber, aber nicht ganz so viel. Ja, trotzdem steht da auch ein Werbevideo, weil man weiß ja nie, ne? Ja, wir packen es mal aus. Technische Daten kann ich ja einblenden. Da sind so eigentlich von fast allen Android-Radios, die man so finden kann, so im Moment, also Android 8.0 Radios, die Daten, 8 Kern, 4 GB RAM. Ja, ganz viel tolle Sachen. Ich liste da mal einfach auf, ne? Kann ich das angucken. Preislich liegen wir da bei dem Radio bei im Moment 300 Euro. Könnt ihr auch Firma Pumpkin unten in den Link kaufen, aber ich zeige euch mal, was drin ist. Und da bauen wir jetzt einen Siggi, der da hinten irgendwo ist, hinter Astrid. So, das Radio kommt in diesem wunderschönen blauen Karton. Ja, was besonders steht nicht drauf. Was soll ich denn gucken? Stopor haben wir und uns kommen ja direkt mal Zettel entgegen. Das Schöne ist, die haben es versucht. Es ist mit ein bisschen Hirnschmalz verständlich, was sie wollen. Sie haben das in Deutsch übersetzt. Hier ist die Garantie. 30 Tage Geld zurück gibt es bei Pumpkin. 12 Monate Garantie ist auf Qualitätsmangel. Und die 2 Jahre Gewährleistung. Nicht verwechseln, Garantie, Gewährleistung sind 2 Dinge. Die 12 Monate Garantie sind freiwillig von Pumpkin. Die werden einfach angeboten. 24 Monate Gewährleistung ist gesetzlich verpflichtet. Ja, Anleitung ist auch auf Deutsch, hier sieht man es. Wie gesagt, manche Sachen, da denkt man, man merkt schon, dass es nur übersetzt wurde, kaum gegengelesen wurde, aber man versteht es, man kommt damit schon zurecht. Wenn man keine Ahnung hat davon, kriegt man es trotzdem hin. So, dann gehen wir erstmal hier auf den ganzen Adapter. Das hier ist der CAN-Bus Adapter, den ihr braucht ab Modelljahr 2005, also Facelift. Dann braucht ihr diesen Adapter, damit eure Scrollräder am Lenkrad noch funktionieren. Das hier ist der CAN-Bus Adapter. Der liegt zum Glück dabei, weil viele Hersteller bieten den dann extra an für 15 bis 20 Euro. Muss man den extra kaufen. Hier ist er bei. Dann haben wir ganz viele Kabel. Das ist noch eins. Wofür die alle sind, muss ich noch selber rausfinden. Kabel. Ja, dann machen wir einfach die Tüte auf. Schütten aus. So. WLAN-Antenne, nicht, dass es WLAN senden kann, sondern zum Empfang. Wir müssen entweder mit unserem Handy oder mit einem externen Wi-Fi-Spot, den man auch noch kaufen kann, ja, ein WLAN-Netzwerk aufbauen, damit das Radio WLAN hat. In dem Sinne ist das Radio wie ein Tablet, ein Handy mit Android-System. Man braucht Internet, sonst funktionieren viele Sachen nicht. Das muss man im Vorfeld sagen. Man muss Internet haben. Das kann man zwar noch immer benutzen, aber zum Beispiel Navigation nur offline. Man hat keine Echtzeitverkehrsdaten etc. pp. Also wäre gut, wenn man sein Handy hat. Hat man eh mal eine Hosentasche. Da macht man einen Hotspot und das Radio kann dann da die Daten drüber futtern. Dann haben wir nochmal einen Adapter ohne CAN-Bus. Wenn das nicht so benötigt wird, oder? Ne, ist ein komplett anderer Adapter, sehe ich gerade. Da ist jetzt die Frage, wofür ist der? Es kann sein, dass das für ohne CAN-Bus ist. Hier ist ja das Ding nicht dran. Müssen wir mal gucken. Gefüllt, nein. Hier steht was drauf. Bla bla bla. Hier steht was von Opel. Muss ich gucken, welches man da verwenden kann. So, das haben wir. Die GPS-Antenne ist dabei. Die funktioniert auch ganz gut, selbst wenn man die nicht sichtbar montiert. Man kann sie zum Beispiel hinterm Handschuhfach montieren. Funktioniert auch. Habe ich gelesen, funktioniert bei vielen. Ohne Probleme. Wenn man diese Solar-Protect-Scheiben hat, dann könnte es sein, dass das nicht mehr so gut funktioniert. Ich will aber noch was anderes machen.
Ich habe mir einen Adapter bestellt. Und zwar von diesem Anschluss, was der Pumpkin Radio hat, auf Originalanschluss. Das heißt, wir können unsere Original-GPS-Antenne auf den Siggi benutzen. Der Adapter ist leider noch nicht da, deswegen verbauen wir den und gucken, ob alles funktioniert. Und dann verbauen wir noch später den Adapter, das werde ich dann hier in dem Video so einblenden. Aber ist dabei, eine GPS-Maus. Dann haben wir zwei USB-Verlängerungen. Das Radio hat ja hinten USB-Anschlüsse. Die kann man nicht Handschuhfach legen oder vielleicht, das habe ich vor, wir haben ja vorne noch recht so Blenden, die will ich dann ausschneiden, die wahrscheinlich nicht reinsetzen, sondern es gibt so schöne beleuchtete Butzen für USB, die will ich dann da reinsetzen, dann muss ich das Radio nochmal rausnehmen, was nicht das Problem ist. Dann haben wir einen Antennenadapter, das Pumpkin hat noch diesen alten Anführungsstrichen, den man kennt, auf eben hier Öpel. Das ist ja dieser lange Anschluss. Dasselbe ist auch bei GPS-Antenne, der hat nämlich auch den. Nicht den Teiling. Hier sind auch noch Anschlüsse. Wir haben ein Video in Subwoofer, soll auch noch drankommen. Das hier ist das externe Mikrofon. Das Radio hat ein Mikrofon in der Blende, aber es kann sein, dass er nicht so gut ist. Und da kann man dieses externe Mikrofon eben selber an eine Sonnenblende oder so verlinken. Da mich telefonieren, das Bluetooth-Funktion, also der hat auch Bluetooth, das Telefon nicht so interessiert, werde ich das nicht verbauen. Mich ruft eh kaum einer während der Fahrt an, dann gehe ich sowieso nicht dran. Ja, hier sind noch weitere Kabel. Was das alles ist, steht ja zum Glück in dieser schönen Anleitung. Und jetzt zum Herzstück, das Radio. Eigentlich relativ kompakt, wenn ich das mal überlege. Graue Blende passen, es gibt es in grau und schwarz, ich hoffe, die Farbe passt einigermaßen. Hier unten müsste das Mikro sein. Hier unten, da und da. Es hat dieselben Aufnahmen wie das Originalradio, diese vier mit diesen Pinöppchen. Die benutzen nicht den Originalrahmen. Kein CD- und DVD-Laufwerk. Finde ich jetzt aber auch nicht schlimm. Ich habe eh kein CDs, DVDs seit 100.000 Jahren gehabt. Das läuft also USB. Da kann man nämlich, man hat hier noch die Anschlüsse. Das Ganze da unten ist. Hier haben wir zweimal USB. Hier kommt auch noch einmal. Willst du gucken? Hier kommt GPS rein. Und die Wi-Fi-Antenne. Da kann man jetzt das 3G, 4G-Maus einstecken. Für, ne, hat der gar nicht. Ach, das ist nur ein Loch. Man könnte, wenn man dann Anschluss wäre. Antenne, hier sind verschiedene Anschlüsse, bla bla. Einziger Nachteil bei diesem Radio ist, ich weiß gar nicht, wer Diagonale das Display hat, ist ein Touch. Es gibt leider nicht mehr die hundertprozentige Vectra Signum Form. Weil der Vectra Signum hat diese Knickfalte nicht. Die hat der Asta H und sonst was. Aber die modernen Radios, also modernen Android-Radios, ich meine sogar ab Android 7, Android 8, die haben all diesen Knick, passen aber rein, sehen nicht ganz so toll aus. Wenn man wirklich ein Radio haben will ohne diesen Knick, muss man auf eine alte Android-Version 6 oder 5 zurückgreifen, älteres Radio, dann hat man den Knick nicht. Mich stört es jetzt nicht. Ich wollte unbedingt die neue Version haben. Also grundlegend interessiert mich an diesem Radio am meisten die Navigationsfunktion, sprich, dass man auf den Internet zugreifen kann, Google Earth, was auch immer, auf die Karten zugreifen mit Echtzeitverkehrsdaten, sonst was weltweit. Das ist das, was mich eigentlich am meisten interessiert, dass ich vernünftig Navi habe. Natürlich, dass man noch Musik hören kann, dass man jetzt noch eine Endstufe anklemmen kann, weil es soll noch eine Endstufe und ein kleiner Bass rein aus dem Astra G, den 20er Bass soll reinkommen. Das sind also die Hauptdinge, weswegen mich dieses Radio interessiert hat. Freisprecheinrichtung ist jetzt nicht so, das war mich interessiert. Ja, man kann dann auch auf Amazon Music, was auch immer, zugreifen. Auch eine ganz interessante Sache, dass man eben seine ganze Playlist, Musik und sonst was direkt aus Internet nehmen kann und nicht irgendwelche 1000 ja, CDs hat man sowieso nicht auf USB-Sticks oder sonst was verwenden muss. Unbedingt. Ja, ich denke mal, wir gehen jetzt mal an den Siggi, reißen das alte Radio raus. Und guck mal, wie wir das hier reinkriegen. Und der Einfachheit halber, damit wir hinter das Radio greifen können, Kabel auch schön verlegen können. Die GPS-Maus soll ja da hier drunter kommen. Huch, ich habe euch angerempelt. Bauen wir das Handschuhfach aus. Ah, Radio, da muss weg. Wir haben da eigentlich nur Torx-Schrauben oben und unten. 20er müssen. Nein. Mehr haben wir nicht. Da ist auch wieder nichts Außergewöhnliches. Hier hinter den Abdeckungen.
Wir haben diese vier Löcher, da sind Mahnschrauben drin, klein, die man schon mal rausdreht, weil ich das Radio unterhalb dort weggeschmissen. Ach, die Lampe. Weil ich das Radio schon mal draußen hatte, weil ich gucken wollte, wegen der CD an, weil ich funktioniert. Es gibt nur also so große Bügel. Ich stecke mal rein, dann drücke mal zusammen, kann man es rausziehen. Die hatte ich nicht. Ja, ich habe vergessen, das auch zu bestellen. Wollte ich eigentlich. Deswegen habe ich aus diesen kleinen Bügeln für die alten SC202 Radios, die habe ich einfach durchgeschnitten und mir diesen Konstruktion hier gebaut. Ist nicht die geilste, weil das Pumpkin ja gleich eingebaut wird. Da ist ja kein Rahmen bei. Das wird ja mit dem Originalrahmen verbaut, das drin ist. Oder der drin ist. Und das wieder rauszukriegen, wird wahrscheinlich schwieriger mit den Dingern sein. Da muss ich mir mal die Bügel besorgen. Wegen den GPS-Adapter, den ich ja noch verbauen wollte, etc. pp. Ja. Eine Hand ist schwierig. Wenn wir so drücken, können wir die reindrücken und dann können wir sie nochmal rausziehen. So, mit ein bisschen Geschubbe und Gezerre ging es da. Ihr seht nichts. Komm, ich mach gleich das hier runterlegen. Da kommt es nämlich. Das alte Radio. Das ist das alte Radio. Viel schwerer, ich glaube sogar ein Stück länger. Ja, ist ja auch ein bisschen älter. So, das stellen wir erstmal beiseite. So, ich bin gerade beim Radio einbauen. Ich wollte euch das jetzt aber auch noch mal zeigen in dem Vor-Facelift-Umbau-Video. Das Radio ist draußen. Hier ist kein Radio drin. So, Display. Oh. Alles klar. Display funktioniert und wir können auch, wenn wir draufklicken, ne, den Bordcomputer bedienen. Ohne Originalradio drin. Nur um zu zeigen, dass es funktioniert. Gibt ja immer wieder Leute im Internet, die sagen, es funktioniert gar nicht, das ist Quatsch. Das ist so und so, weil sie irgendwas gehört haben und nie selber umgebaut haben. So, da haben wir ein schwarzes Loch. Und da hinten seht ihr jetzt den Stecker. Das ist der Stecker vom Radio. Daneben ist GPS und ja, Radio. Jetzt ist die Frage, ist der Pumpkin kürzer? Können wir vielleicht die Sachen alle da direkt reinstecken und das reinschieben? Oder müssen wir die da lösen und probieren wir mal aus? Gibt leider nicht viel her, aber hier oben steht da zum Glück drauf, was man so um den Dreh machen muss. Das Radio ist einiges kürzer. Leg's mal eben auf. So. Ihr seht, ne, ist einiges kürzer. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass man die Adapter direkt reinstecken kann, wenn es passt. Sonst müssen wir die da rauslösen, vielleicht den Rahmen rausnehmen und dann die Adapter da rumfummeln. Probieren wir mal aus. Aber erstmal die grundlegenden Adapter, Strom und Antenne reinklemmen, damit wir gucken können, ob das Radio funktioniert. Und dann können wir uns ja noch mit GPS etc. pp. beschäftigen. Problem ist, da dieses Radio ja offiziell auf 2005 ist, passt dieser Adapter nicht, weil dieser Anschluss hier hinten hat dieses Fahrzeug nicht. Später, also die GPS-Antennen-Adapter hat nicht auch diesen Anschluss auf den anderen, das passt nicht. So hat er den alten Anschluss, der Promotion-Adapter. Jetzt kann das Kabel aber nicht da hinten drin bleiben, im Rahmen, ich habe das schon mal Promotion reingesteckt, weil ich das ja vorziehen muss, um das in das Radio zu stecken. Deswegen müssen wir wahrscheinlich den Rahmen rausnehmen. Ich habe jetzt nur den Adapter ohne CAN-Bus reingesteckt, weil wir brauchen ja nicht den CAN-Bus-Kasten da dran. Und jetzt wollte ich nur mal kurz testen, ob es funktioniert und angeht. Wir hören zwar nichts, weil kein Radio nichts dran ist, aber das würde mich jetzt mal interessieren, ob da irgendwas passiert. Ja, es fährt hoch. Beim ersten Start dauert es ein bisschen was, aber an die nächsten Starts sollen dann nur noch so 2 Sekunden dauern. Außer man trennt es natürlich jetzt wieder vom Strom, dann dauert es länger. So, das ist grundlegend. Ich lasse mal einmal hochfahren und dann baue ich den Rahmen aus. Ja, mir hat es einfach mal interessiert, ob es funktioniert, ja, und schon ist es da. Ne? Google. Keine GPS-Antenne dran, ist ja klar, dass das nicht funktioniert. Ja. Ich kann also aus dem Radio Auto ausmachen. Ja, schaltet sich automatisch ab. Gut.
jetzt bauen wir den Rahmen aus. Ich sag mal so, kompliziert ist es jetzt nicht. Wir müssen den schwarzen Rahmen, hinten ist eine Torx-Schraube, vorne ist das so hochgebogen, rausnehmen. Dann nehmen wir das Antennenkabel raus, stecken den Adapter hier drauf und stecken den dann eben ins Radio. Dann machen wir noch eine GPS-Antenne. Dann gucke ich noch, welchen Adapter ich brauche für eine Endstufe. Die WLAN-Antenne stecken wir dran. Das ist alles aber beschrieben, wie es geht, hinten am Radio. Das muss ich jetzt nicht stundenlang, glaube ich, erklären. Wenn das alles fertig ist, dann sehen wir uns nochmal wieder. Dann gucken wir uns nämlich vernünftig an das Radio, wie es so aussieht, wenn das da drin ist. Ne? Machen wir das so. Im Auto, man sieht selber, man kann nicht sehr gut filmen. Ich denke mal, aber ihr habt verstanden, wie alles läuft. Ne? Also seid mir nicht böse, dass ich jetzt nicht detailliert erkläre, aber es ist ein Radio. Ich erkläre nur ein paar Besonderheiten, die mir jetzt auffallen, weil es sich hier um Vorfacelift handelt. Da kann übrigens Pumpkin nichts für. Ne? Also jetzt nicht sagen, oh, das passt ja alles nicht. Das ist für ab 2005 Vectra-Signum gedacht. So, wir passen es nur eben an, dass es auch im Vorfacelift funktioniert. Darum geht es jetzt. Wir sehen uns gleich wieder, wenn alles fertig ist. Also sie sind drin, da seht ihr es. Farbe passt eigentlich relativ gut. Hier seht ihr noch ganz Kabel, muss ich nachher alle noch verlegen. GPS, Wi-Fi-Antenne. Hier ist das Outsting. Ja, den Knick seht ihr. Und es steht ein bisschen weiter raus, würde ich sagen. Aber ich glaube, das liegt dran, dass links das Kabel sich so ein bisschen verknubbelt hat. Wenn ich den Adapter habe für GPS und dann noch mal raus, dann gucken wir, ob ich da bündig reinkriege. Aber sieht jetzt nicht schlecht aus, finde ich. Geil finde ich, damit mir schon mal aufgefallen ist, gerade der Blickwinkel des Displays. Also man kann wirklich selbst steil von oben noch was erkennen. Ich hatte ja die Befürchtung, weil normalerweise ist das ja das Display für GPS, bla blub, dass man da nicht so gut was erkennen könnte, weil es ja ein bisschen niedrig ist, aber man sieht super was von hier, von der Position aus. Also ist schon ganz geil. Auf Einstellung ist auch super schnell. Ich habe es jetzt mal getestet mit der Original-GPS-Antenne und zwar habe ich die nicht so hässlich, wie das viele machen, auf dem Armaturenbrett geklebt oder sonst Scheiß, sondern die sitzt hier über ein Armaturentafel, genau. Hier über ein Handschuhfach. Hier in dem Bereich, in der Ecke. Muss nur aufpassen, mit dem Airbag, nicht auf den Airbag oder so pappen. Das ist ja nicht gut, wenn einer entgegengeflogen kommt. So, der sitzt ja versteckt in der Ecke. Die WLAN-Antenne sitzt hier auf der Kante unterm Airbag, aber über ein Handschuhfach. Funktioniert alles wunderbar. Und ihr könnt jetzt auch mal sehen, wie gesagt, es ist die Original-Antenne versteckt drin. Wenn ich jetzt auf GPS-Info gehen. Ja, ne? Wir haben super GPS-Empfang, wir haben auch, ich war auch in einer Großstadt mit Häuserschluchten etc. pp. Kein Problem, also pappt euch nicht die Antenne aufs Armaturenbrett, weil irgendwelche Leute sagen, hey, die muss sichtbar sein, also die muss Sicht haben, die Antenne. Das ist Quatsch. Man kann es genauso gut direkt hier unter das Armaturenbrett pappen. Natürlich so pappen, nicht auf dem Kopf, sondern gerade und in Fahrtrichtung so. Also Kabel nach hinten. Funktioniert wunderbar, wie ihr sehen könnt. So, jetzt habe ich ja den Adapter. Habe ich ja gesagt, ich wollte ja ausprobieren. Nehme ich das Radio nochmal raus und setze den Adapter rein und teste mal, ob die Antenne, die Originalantenne funktioniert. Ich zeige euch mal den Adapter. Jetzt ist der Adapter. Links seht ihr den Anschluss ans Radio, rechts der Originalanschluss von der Opel GPS-Antenne. Den verbauen wir jetzt und gucken mal, ob die Original funktioniert und genauso gute Werte liefert. Dann baue ich nämlich die Zubehör wieder aus. Handschuhfach muss eh raus, weil ich die Kabel für die Endstufe nur erstmal dahinter gelegt habe. Die muss ich jetzt auch nachher verbauen. Ist ja nicht Thema dieses Videos. Dann will ich gucken, dass da noch ein bisschen mehr reinwandert. Ich vermute, durch den Kabelstrang mit dem Adapter drückt er den leider ein bisschen raus, weil wenn wir hier auf der Seite drücken, kriegen wir das nicht windig rein. Also werde ich den Adapter, der fest im Rahmen ist, lösen, sodass wir das noch ein bisschen weiter durchstecken kann und da kein Druck mehr drauf ist. Ja, das sind eigentlich so die einzigen Sachen, die ich jetzt noch mache. So, soweit ist alles angeklemmt. Drin. Also ich hatte ja schon, wie gesagt, im Vorfeld ein bisschen getestet und bin sehr begeistert von dem Radio, von den ganzen Funktionen. Ist ja klar, wenn man Opel Radio aus dem 2000er hat, dann so etwas. Ja, ich habe es übrigens so angeklemmt, dass die Beleuchtung
mit Zündung angeht, nenne ich heute den Remote des der Endstufe, da ich gerne, auch wenn ich zum Beispiel kein Licht an habe wie jetzt, im Dunkeln die Tasten bedienen möchte, weil sonst ist es ziemlich dunkel. Die Farbe habe ich relativ gut angepasst an dem Orange, was hier sonst verbaut ist, so ein Fahrzeug. Man kann die Tasten in jegliche Farbe einstellen mit 3 Farbreglern. Also man kann die 100% am Fahrzeug anpassen. Ja, man muss natürlich mit seinem Handy einen WLAN-Hotspot aufbauen, weil sonst funktioniert das Handy. Handy ist ja schon. Es ist ja wie ein Handy-Tablet aufgebaut und ohne einen WLAN-Hotspot kann man viele Funktionen nicht nutzen, wie zum Beispiel hier navigieren. Nein, da wollte ich nicht anmelden. Zurück. Hier, navigieren zum Beispiel. Geht nicht. Ohne Internet, man kann sie Offline-Karten installieren, also Apps. Oder wir haben hier auch Slots, ich glaube hier ist der Slot, kann man SD-Karte reinstecken. Hier so eine Mini-SD-Karte, um da Kartenmaterial drauf zu haben. Also man hat schon viele Möglichkeiten, um dann eben ja offline zu nutzen. Ich finde aber die Online-Variante geil, weil die eben in Echtzeit die Verkehrsdaten auch aktualisiert. Ich kann mir gerne einen WLAN-Hotspot aufbauen. Ja, dann haben wir Radio. Funktioniert eigentlich auch ganz gut, wenn jetzt der vernünftige Kanal drin wäre. Nehmen wir mal 1 live. You love me like I love you. Don't have to rush if you don't. Also der Radioempfang, ich mache mal wegen Game aus. Der Radioempfang ist super geil. Ich würde sogar sagen, besser als mit dem Originalradio. Tonqualität ist auch super, man kann viel einstellen anhand eines Equalizers, den kann ich auch gleich zeigen. Soundqualität und sonst, also, ne? USB geht natürlich auch, ich habe hier jetzt außen USB-Kabel dran, hier, wo man USB-Stick dran stecken kann. Man hat hinten noch 2 USB-Ports, Moment, der lädt das jetzt rein und ist dann drin. Ne? Ist jetzt in den USB-Stick drin. Hat man Internet, dann kriegt man auch von dem das Cover von dem Interpreten angezeigt und sonst was. Also läuft alles super geil. Hier ist auch die Möglichkeit. Ups, jetzt habe ich es abgeschaltet. Mit Druck auf dieser Taste, aber man kann ja auch mal sehen, abschalten. Wie schnell es auch da ist. So schnell ist es auch da, wenn man Zündung anmacht. Ne? Guck. Ist da. Bluetooth haben wir natürlich, wenn das Handy verbunden ist, zum Telefonieren. Lautsprecher sind hier unten. Da funktioniert die Sparstreuung von Google. Normalerweise, ich habe jetzt leider hier an der Halle kein Internet. Hatten wir Radio, hatten wir Bluetooth, Navigation, Media Play hatten wir auch. Dann haben wir verschiedenste Einstellungen. Das soll ich alle zeigen? Jetzt wollte ich nur genau zeigen, das ist hier. Hier kann man die Farbe einstellen. Das ist die Farbe, die ich ausgewählt habe, und man kann unendlich viel Farben auswählen. Hier kann man einstellen, dass die Farbe Farbverlauf ist und sonst was. Also man kann es hundertprozentig am eigenen Auto anpassen. Hier sieht man auch 1000 andere Sachen, die man einstellen kann. Ich will jetzt nicht durch alle durchgehen. Das ist unmöglich, hier alles durchzugehen. So, das war jetzt das Hauptmenü, und dann können wir rübergehen und hier haben wir schon alle weiteren Apps. Die Antenne vom Fahrzeug ist dran, da kann man auch mal gucken, funktioniert wunderbar. Ne? GPS empfängt er, also man muss dann gar nicht die GPS-Maus verlegen, wobei ich ja meine Variante hier unter dem Armaturenbrett ganz geil fand, da man ja nicht sieht, fällt das nicht so auf, aber das ist jetzt noch die mehr elegante Variante mit der Originalantenne, das zu nutzen. Hier, das ist der Equalizer, wo man verschiedene Soundfiles einstellen kann. Loudness anders, hier kann man verschiedene vorgefertigte Equalizer auswählen. Oder eben keinen. Ne? Position kann man dann auswählen, wo die Musik hauptsächlich herkommen soll. Also das Radio hat schon gut viele Funktionen. Ich habe auch noch nicht überall drauf geklickt. Internet ist klar, wenn wir WLAN hätten, könnten wir auch surfen. Ne? Haben wir aber nicht.
Dateimanager, Rechner, Kalender, kann man Termine eintragen, dann wird man auch während der Fahrt erinnert, dass ein Termin ist. DAB Plus kann man auch, also man kann DAB Plus Gerät sich besorgen, da wird hinten ein USB-Anschluss angesteckt und dann hat man DAB Plus, man muss nur eine Antenne in eine Scheibe legen, die muss in eine Scheibe, das funktioniert sonst nicht so gut. Ne. Uhr sollte klar sein. Ne. E-Mail kann man abholen, Bilder, bla bla bla, also ne. Play Store. Hier, wenn man dann USB-Dongle anklemmt über Bluetooth, kann man sich auch Fahrtdaten anzeigen lassen. Den Dongle bekommt man auch hier beim Hersteller. Wenn man das möchte, Temperatur, Fehlercodes könnte man auslesen in Echtzeit. Also Echtzeitinformation, zum Beispiel Geschwindigkeit. Drehzeit, Temperatur, bla bla bla. So kann das Fahrzeug ein bisschen überwachen, wenn ein Fehler hat. Der Dongle und so kostet gar nicht so viel. Wie auch. Ne, die ganze Sache. Rückfahrkamera kann man anklemmen, habe ich jetzt auch keine. Ist auch ganz einfach, ist dafür vorbereitet. Man braucht einfach nur irgendeine Kamera mit Videosignal. Da muss man nur die Leitung nur anklemmen am Rückwärtsgang, dass er weiß, wenn du den Rückwärtsgang einlegt, dann soll die Kamera angehen. Dann hat man auch eine Kamera. Kann man hier nachrüsten, hier Lenkradtasten einstellen, aber das brauche ich ja nicht. Ja, man kann jegliche App installieren, sprich Spiele, andere Navigationssoftware, Amazon Music, Amazon App und Sachen zu kaufen, wenn man im Auto sitzt und nicht weiß, was man tun soll. Ne? Ja. Dann haben wir hier eine Taste für Schnellmute, was ich ganz gut finde. Wenn wir mal nicht haben, wie gesagt, Lautstärke hier, kann man die Taste erklären. Draufdrücken ist aus- und anschalten. Ich muss selber gucken, Home-Taste ist ja bei den Android-Geräten normal zurück. Da bin ich mir ganz sicher. Also, da ist so Schnelltaste, um Sachen abzuspielen. Hier ist die Navi-Taste und darüber ist Radio. Und das ist hier Feineinstellung vom Radio. Selected, Band und so. Passieren wir drauf drücken. Also wenn man drauf drückt, dann kann man den Equalizer einstellen. Aber ich glaube, man kann, oh, ich weiß, oder es ist so, man kann die Kasten, ja, man kann die Tasten, ich glaube, bis auf die hier selber belegen. Ich meine, man kann es. Ich bin mir da aber auch nicht ganz sicher, ob das geht. So. Machen wir mal wieder den Equalizer auf keinen. Hallo? Classic keinen. So. Ja, also ich glaube, ich habe hier durchdrehen. Ah ja, durchdrehen kann man hier Radiokanäle durch. Und aus. Ja, so Leute, ich muss mal Radio mal ein bisschen leiser machen, raus. Internet haben wir. Wer sehen kann auch. Ne? Der findet hier auch was zum Navigieren. Wir können dann auch. Wo ist Chrome? Wenn wir sehen können, dass ihr Internet habt. Ja, mit dem Konto anmelden. Ihr braucht ein Google-Konto, sonst funktioniert vieles nicht. Wie auch die Sprachsteuerung nicht, die wir nachher ausprobieren wollen. Hallo, weiter. So, jetzt könnten wir. Ich könnte jetzt ein Item oder. Ja, aufnehmen da. Suche nach ASCII-Fan. Na gut, ich hatte Suche nach ASCII, genau. Nehmen wir das einfach mal. Aber ihr seht, Internet geht. Das funktioniert. Wir können mal ein Video starten. ASCII-Fan. Fast richtig, aber er hat es richtig gehört.
Ja. Also Videos gehen. Wie ihr sehen könnt. Also Internet geht, Videos geht. Aber geil ist, wenn ihr Google nämlich installiert, also Google-Konto eingerichtet hat, funktioniert auch die Sprachsteuerung. Dann könnt ihr denen sagen, okay Google, starte die App Media Player. So, und dann geht ihr in euren USB-Stick rein. Oder ihr könnt sagen, okay Google, okay Google, starte die App Radio. Und schon sind wir im Radio drin. Man muss natürlich sagen, man kann nicht sagen, starte Radio, starte Media Player oder starte USB. Weil er weiß ja nicht, eigentlich weiß die Software nicht, dass es ein Autoradio ist, sondern es ist einfach ein Handy. Und deswegen musst du sagen, starte App XY, dann funktioniert das auch. Anders nicht. Du kannst natürlich auch sagen, okay Google, navigiere mich nach Kevela. So, jetzt lädt er die Nav-Software und der startet automatisch Navigation. Der sucht jetzt und startet automatisch Navigation. Ohne dass man noch sagen muss, Navigation starten oder ich bestätige, dass ich starte. Man muss einfach sagen, navigiere mich irgendwo hin und schon läuft. Das ist mit dem internen Lautsprecher. Natürlich, wenn die Musik laut ist, hört man dann nicht so gut. Dann kann man den extern natürlich machen. Ich finde aber schweinegeil, weil man muss da kein Handy mehr dran legen. Wie das jetzt mit der Telefon-App ist, habe ich noch nicht ausprobiert. Es kann auch sagen, hey, ich sage mal, hey Google. Okay Google, stoppe Navigation. So, jetzt hat die Navigation beendet. Internet ist nicht so toll. Dann, okay Google, starte App Media Player. Ja, ich muss mal sagen, ist eine geile Sache, vor allem, da man nicht die Hände da am Lenkrad wegnehmen muss, sondern man kann denen sagen, was man haben will. Und die Eingabe ist auch viel schneller. Die Tastatur, ja, ist okay, die Tastatur zum Eingeben, die wir haben, machen wir Navigation wieder rein. Bla bla bla. Na, bla bla bla. Hier das. Es geht, die Tastatur. Schwierig ist jetzt nur bei dem Radio, weil hier ist das Pumpkin-Logo, hier unten die Leertaste zu drücken. Das ist ein bisschen, naja, muss man daneben drücken. Ne? Und sonst kriegt man Taste. Es geht. Das Problem beim Vectra-Signum ist natürlich, dass das Radio so tief sitzt. Wenn es da sitzen würde, wo das Display ist. Bei Opel war ja auch angedacht, hier ist die Darstellung des, der Karte für Navi und sonst was da oben. Da blickt man eher drauf. Und ist auch mit der Hand einfacher zu bedienen als hier weiter unten. Navigation läuft trotzdem super, also man kann super ablesen. Aber man soll auch nicht die ganze Zeit draufklotzen. Man soll ja auch ne, auf die Anweisung hören. Deswegen braucht man das auch nicht wirklich. Also ich muss sagen, super geil alles. Ihr könnt euch nochmal angucken, die Daten. Also ich habe euch gezeigt von der internen Antenne. Interne Antenne. Von der externen jetzt von Opel jetzt verbunden, super geil. Ja, geile Sache auf jeden Fall. Ich muss mal gucken, welche Apps man noch da installieren kann. Die dann haben wir den Play Store, welche App man noch installieren kann, die man gebrauchen kann hier im Auto, weil man kann jetzt alles machen. Also, definitiv Prime Video wird vielleicht installieren. Wir haben ja Prime Netflix, haben wir / Amazon Music. Muss mal gucken, ob man das. Können wir mal gucken. Ich kann ja. Ha, Speicher. Amazon Music. Meine Aussprache war bestimmt so, dass er nichts verstanden hat. Doch, hat er. Da ist die App. App 12. Geil, installieren wir mal. Ich habe auch keinen Zugangsdaten. Muss ich da mal später holen. Installiert ihr die jetzt? Ne, installiert. Wie groß ist die denn? 24 Megabyte. Na, wir installieren jetzt mal eine App.
Könnte mal live dabei sein. Ich bin so begeistert von dem Radio. Also, ne, kann man überschieben. Auch die Farbe hier, dieses Grau, passt sehr gut zu den restlichen Grau. Es gibt noch ein schwarzes. Also definitiv zum Vorface Grau, ich denke mal Face für dasselbe Grau, passt das Grau sehr gut. Ist es installiert? Wird installiert. Ja, leider habe ich keine Zugangsdaten. Schade. Können wir das öffnen? Wobei, können wir den ja sagen. Okay, Google. Öffne App Amazon Music. Ha, so geil. Ja. Ich muss mal gucken, habe ich vielleicht doch die Daten? So, jetzt haben wir einen Assistenten-Sprachsteuerungsbierer. Okay, Google, starte die App Amazon Music. So, jetzt kann ich sagen, zum Beispiel, Alexa, starte etwas von Rammstein. Es arbeitet. Guter Vorführeffekt. Also, was ich gemerkt habe, ist, wenn die Amazon Music App läuft, dann reagiert Google nicht mehr. Also ist irgendwie der Lautsprecher nicht dafür geeignet. Das ist doch. Okay, Google. Nee, aber Alexa hat gerade funktioniert. Alexa, starte einen Song aus den 80ern. Hier ist ein passender Radiosender, 80er, von Amazon Music. Ghostbuster! Yeah! Jetzt läuft das auch schneller. Irgendwie war mein Internet vorhin was nicht in Ordnung. Ja, aber wie kriegen wir das jetzt hin, dass... Wir wollen das jetzt komplett sprachsteuern. Ist das nicht egal? Okay, Google! Nee. Alexa? Alexa, beende Amazon Music. Um zu kündigen, gehe zu deinen Amazon Music Einstellungen. Boah, ist das Ding doch. Ja, dann muss man da wohl doch auf Tasten draufhauen. Also sprich, okay, Google. Okay, Google. Ja, jetzt geht. Schließe die App Amazon Music. Ist natürlich doof, dass sich die Sprachassistenten da ins Gehege kommen. Bisschen, aber ich finde es sonst geil. Okay, Google. Starte die App Radio. Naja, ihr habt es jetzt gesehen, wie es funktioniert. Also mein Fazit, Radio mal hier leise. Ich finde dieses Radio schweinegeil. Ich meine, was bekommt man jetzt im Moment für Radios für so einen alten Signum Vectra C? Ja, eigentlich kein vom guten Hersteller. Die meisten sind alte Klötze, die keine Android oder sonst Software drauf haben, sondern eigene Software. Die können dann Musik abspielen, vielleicht mal Videos oder so. Die haben gar kein Android-System drauf, auch wenn, dann ganz alte. Hier haben wir ein Android 8 Radio. Aktualisierungsstand habe ich geguckt, war Oktober 2018, also das Neueste vom Neuesten, was man bekommen kann im Moment von der Software und auch von der Hardware. Ist, ne, ihr habt das ja aufgelistet am Anfang, kann man gerne auflisten, 8 gerne, 4 GB RAM und 32 GB internen Speicher, da kann man viele Apps installieren. Ist super schnell, das Display ist, man kann es auf jeden Winkel, selbst von oben runter kann man gucken, das Display ist super ablesbar, spiegelt ein bisschen okay, aber so wie es jetzt hier im Auto sitzt, passt es, man kann es anpassen dank der Beleuchtung, 1000 Möglichkeiten hat man, wie gesagt, man kann DBA Plus machen, man kann WLAN Hotspot direkt dran anschließen, Rückfahrkamera, 1000 Möglichkeiten hat man.
Sprachsteuerung mit den Apps funktioniert super, zumindest mit Google funktioniert super. Jetzt hat man ja vorhin gesehen, wenn man dann in die Amazon Music App geht, dass man mit Alexa wahrscheinlich das Mikrofon blockiert und irgendwie Google dann nicht drauf reagiert. Ist natürlich blöd, sprich man muss also dann die Hand nehmen und auf die Home-Taste drücken und dann kann man wieder Sprachbefehl eingeben, wenn man... Man muss erstmal vorher sagen, Alexa, das ist, oder man kann dann ja erstmal sagen, Musik beenden oder was, Alexa, da Home-Taste drücken und dann kann man Sprachbefehl eingeben. Ich weiß nicht, wie es aussieht, wenn die App läuft und man in eine Home-Taste geht, dann läuft die ja weiter mit Musik, meine ich, und dann kann man vielleicht sagen, okay, Google beenden, Amazon Music, hat ja vorhin funktioniert. Probiere ich gleich mal aus, dann müsst ihr jetzt in dem Video sehen, ihr habt jetzt genügend Quatsch gesehen, was ich hier gemacht habe. Ja, ich finde Schweine geil, weil man kann viel mit Sprache steuern auswählen, man muss die Hände nicht vom Lenker nehmen. Am geilsten finde ich die Navigation. Also Hauptgrund dieses Radios hat mir die Navigation wegen der Navigation gekauft, weil das Original-Laufwerk war ja kaputt. Und mit den Echtzeitdaten und alles ist super geil. Und wie gesagt, man kann über eine SD-Karte reinstecken, Kartenmaterial benutzen und eine andere Software, wenn man die Google-Software doof findet. Das geht alles in diesem Radio. Wie gesagt, es hat 1000 Möglichkeiten. Man muss natürlich damit leben. Die Anleitung ist ziemlich spärlich. Da steht leider auch nichts drin mit Anschließen. Man muss also ein bisschen Erfahrung haben, wie ein Radio einbaut. Aber hier war es in dem Sinne auch noch Stecker zusammenstecken. Einzig komplizierte war jetzt das Kabel mit der Beleuchtung von den Tasten mit an der Leitung für den Remote der Endstufe anzuklemmen. Der Rest ist nur zusammenstecken. Ob mit den anderen Stecker, wo der CAN-Bus-Decoder dranhängt, das auch funktioniert mit der Beleuchtung, dass man Licht anmacht, weiß ich nicht. Ich habe den nicht ausprobiert. Aber es ist eigentlich ganz easy, das einzubauen. Mich stört es auch nicht. Ich rede ein bisschen viel. Moment mal. Ein bisschen. Mich stört es auch nicht, dass das kein DVD-CD geht, auch kein DVD-Laufwerk hat. Bei CDs hier rumfliegen, da hätte ich eh keinen Bock drauf. Und wer nutzt, wie gesagt, wenn man die Internetmöglichkeit hat mit Amazon Music, bla, blub, USB-Stick, man kann, braucht kein Laufwerk mehr, man hat dadurch ein größeres Display, 7 Zoll, das reicht. Ist schon ganz cool alles. Für das Geld, man kriegt es jetzt für 300 Euro, kann ich wirklich jedem empfehlen, sich das zu kaufen von Pumpkin. Ist ein super geiles Radio. Macht Spaß, ich freue mich wie ein Schnitzel, läuft flüssig. Ich kann da wirklich immer nichts Negatives sagen. Für das, was ich nutzen will, ist es super geil. Preislich finde ich auch in Ordnung. Ich kann es wirklich empfehlen. Also ihr merkt, ich bin begeistert. Es macht Spaß, dieses Radio. Ich kann es wirklich jedem empfehlen. Hat auch nichts damit zu tun, dass ich es jetzt ein bisschen günstiger bekommen habe von Pumpkin. Ich war ja schon von Android-Radios begeistert in den Videos von Marc von Kartech. Da fand ich ja schon die Videos interessant mit den Android-Radios. Aber jetzt, wo ich das selber habe, muss ich sagen, richtig geil. Und das Radio hat noch nicht mal eine Hälfte von den Funktionen, die Marc nutzen kann. Marc hat ja dank der Offenheit des CAN-Bus in EM39 sowie dieses Zusatzgerät, was ja User erstellt haben, ja Dutzende Möglichkeiten mehr, als ich jetzt mit dem Radio habe. Auch Parksensoren werden dann angezeigt mit Entfernung, da die Fenster schließen. Die komplette Bordcomputerdaten sind darauf gespiegelt. Theoretisch hätte man dann auch hier das Oberdisplay einfach weglassen können oder dann hätte gar nicht den Umbau, den ihr im ersten Teil gesehen habt. Also ne, hättet ihr gar nicht machen müssen, weil man hat die Bordcomputerdaten alle auf dem Display. Dutzende Möglichkeiten mehr hat er damit. Und da kann ich noch mehr verstehen, dass er super begeistert von diesen Radios ist. Ich bin ja schon alleine hiervon begeistert, was das kann. Nachteil ist natürlich, wie ihr ja gesehen habt, durch den Knick. Es gibt, wie gesagt, nicht mehr die Android-Generation ohne diesen Knickfalter. Sieht es nicht ganz passend aus für ein Vectra-Signum und dass es nicht hundertprozentig versenkt ist. Ob es jetzt wirklich daran liegt, wegen den Steckern hinten, weiß ich nicht. Glaube ich nicht. Es hat ja eingerastet. Ich denke mal, mit ein bisschen Feintuning, wenn man den Rahmen noch ein bisschen vielleicht guckt, ob man den tiefer setzt, den Rahmen. Und braucht ja hinten den Rahmen gar nicht mehr. Den könnte man zum Beispiel ausschneiden, den Rahmen links und rechts ein bisschen tiefer setzen. Dann wird es auch tiefer reinkommen. Das ist jetzt für die Leute, die alles 1000% perfekt haben. Mich stört es jetzt nicht unbedingt. Das Auto ist eh nicht von das Neueste. Und hier sind ja auch... Ja,
Kratzer und so auf dem Bedienelement. Also wenn ich 100% perfekt haben will, müsste ich noch viel mehr machen. Mich stört es jetzt nicht, dass das so 2 mm rausguckt am Rand. Mich stört es ehrlich gesagt nicht. Anderen kann ich wirklich nur empfehlen, man kann den Rahmen bearbeiten, dann kommt es auch ein bisschen tiefer. So, was ich jetzt noch entfernen werde hier, aber das wird mal so in diesem Zusammenschnittvideo kommen, ist unten noch die Vorrichtung für die Telefonkarte und die Telefonvorrichtung, die brauche ich ja nicht mehr. Die kann ja auch komplett raus, dann kann ich unten mal ein Ablagefach machen, wo dann auch die USB-Anschlüsse reinkommen und dann hat man alle Möglichkeiten der Welt. Ja. Langes Video vielleicht, wenig vielleicht vom Einbau, aber es ist nicht kompliziert, der Einbau, altes Radio rausgerissen, neues Radio reingesteckt, die Stecker nur reinstecken, sollte jeder können. Das Komplizierte ist wirklich die Vorbereitung, wenn man den Bordcomputer noch nutzen will beim Vorfacelift, sonst ist das alles voll easy. So, auch genug gequatscht, danke fürs Zuschauen, danke für Abo, Liken, Kommentieren, Daumen hoch, Glocke, ihr weißt da alles, ne? Macht da mal, wir sehen uns im nächsten Video, danke.